Axel, ich freue mich, in dir heute einen ganz besonderen Wegbegleiter auf meinem Weg in den letzten paar Jahren mir gegenüber zu haben. Auch im Symposium, wie jetzt einige der letzten Gespräche, haben wir viel miteinander gewirkt. Du hast deine Wurzeln in der Kunstgeschichte, bist Symbolforscher, bist Mythenforscher. Und wir haben uns für heute ein Thema rausgesucht, das mir so sehr am Herzen liegt und dir auch. Du weißt wesentlich mehr darüber als ich und wir haben das Ganze genannt, als du es am Telefon genannt hattest, ist bei mir gleich der Groschen gesprungen, weil du gesagt hast, es geht darum, das Schöne zu entdecken. Und das ist auch ein Motiv in den letzten Gesprächen, was immer hochkommt, dass wir uns in der Welt so verrannt haben, in einen gewissen Weltenzugang, in einen bestimmten Wertekompass, wo Ratio, Wissenschaft, Technik die Rolle spielen und all diese Punkte, das Unbewusste, das Schöne, alles spielt keine Rolle mehr und ich freue mich riesig, diese Entdeckungsreise heute mit dir machen zu dürfen. Vielen Dank, dass du hier bist. Danke, Lukas. Danke, dass wir miteinander sprechen über ein Thema, was mir natürlich auch sehr am Herzen liegt, wo ich mich auch immer frage, was ist geschehen? Was ist geschehen mit unserer Gesellschaft, mit unserer Welt, dass das Schöne nicht nur entdeckt werden will, sondern wiederentdeckt werden will? Denn wir hatten mal einen ganz anderen Zugang dazu. Und da freue ich mich, da so ein bisschen auch geschichtlich mit dir auf eine Spur zurückzugehen, wo quasi die verschiedenen Brüche im Laufe der Geschichte stattfanden. Das Spannende ist ja, dass es sich an wenigen Stellen äußert, aber eins der Postings, das ich immer wieder sehe, ist Bilder aus Wien oder Bilder aus Barcelona von der Sagrada Familia oder von anderen Gebäuden, wo dann immer drüber steht, warum bauen wir heutzutage nicht mehr so? Genau, ja. Du hast ja die Frage eben schon aufgemacht. Vielleicht bevor wir sagen, was ist passiert, erstmal in die Frage, was ist überhaupt das Schöne? Weil es ja so ein Begriff ist, der ja gerne auch mal schnell in den Kitsch verfallen kann, vor allem wenn man sich jetzt nicht damit auseinandergesetzt hat. Wo fangen wir an in diesem Begriffsdefinition? Ja, wo fangen wir an? Gute Frage. Es gibt so verschiedene Brüche und wenn wir über das Schöne reden, reden wir natürlich auch über die Kunst. Du hast gerade schon angedeutet, die Architektur, die heute das Ornament verloren hat, die Gesellschaft, die sich irgendwann nur noch daran orientiert hat, was ist effektiv, was ist rational, was ist logisch. Und Kunst hat Oscar Wilde einmal formuliert, Kunst ist nutzlos. Und er hat das aber nicht abwertend gemeint. Er ist davon ausgegangen, dass Kunst an sich wirken kann, ohne eine bestimmte Zweckmäßigkeit erfüllen zu müssen. Das heißt, Kunst kann wirken. Und das ist in unserer rational-wissenschaftlichen Sicht der Dinge, auch in unserer materiellen Ausrichtung, wie unsere Gesellschaft, unsere Welt gesehen wird, völlig in den Hintergrund geraten. Und da gibt es so ein paar Punkte in der Geschichte, die ich ganz gerne erstmal mit dir abklopfen möchte. Denn die Frage nach dem Schönen und die Frage, die Verbindung mit der Kunst, gab es vor 200 Jahren so noch nicht, wie wir es heute gesellschaftlich erleben. Also es gab in dieser Zeit die Neuerfindung oder überhaupt die Erfindung der Ästhetik als philosophische Tradition. Und zwar insbesondere von einem Kunsthistoriker, einem Philosophen, Alexander Gottlieb Baumgarten. Der hat 1750 ein Werk rausgebracht mit dem Namen Ästhetik. Und wir befinden uns hier im 18. Jahrhundert in einer Frage, was ist das Schöne? Auch in Anlehnung natürlich an die griechische Antike, auf die ich gleich noch zurückkommen möchte, auf jeden Fall. Und da gab es eben dieses bahnbrechende Werk, was eigentlich die Ästhetik als philosophische Richtung begründet hat.
Vorher gab es diese Frage noch nicht. Also ein alter griechischer Handwerker wäre niemals auf die Idee gekommen, sich als Künstler zu bezeichnen. Denn in Griechenland, und das hat Aristoteles schon rausgearbeitet, gab es quasi drei Ausrichtungen, die den Menschen definieren. Die Poiesis ist quasi das Hervorbringen. Und dann gab es die Praxis und die Theorie. In der Theorie steckt auch Theos drin, der Gott. Und man kann die Theorie vielleicht in der damaligen Definition bezeichnen als Denken, als Anschauung des Göttlichen. Wow. Das ist uns heute völlig verloren gegangen. Auch die Praxis, also das alltägliche Tun, ging einher mit einer handwerklichen Tätigkeit, die wir als Technē aus der griechischen Tradition eigentlich kennen. Daher kommt unser Wort Technik. Und aus der Technē, aus der griechischen Technē, die erstmal eine Plastik schuf, genauso wie ein Konstrukteur ein Haus plant oder auch Tätigkeiten wie einen guten Haarschnitt oder eine gute Tasse Kaffee zubereiten. Alles das, was quasi vom Menschen her als kreativer Akt hervorgebracht wird, galt als Technē. Daraus wurde im Römischen dann der Begriff Ars, woraus sich dann wieder unser Kunstbegriff ableitet. Aber die Griechen hatten, und weiter zurückgehend noch in unserer Kulturgeschichte, kannst du wirklich bis zu den ersten Höhlen in Lascaux gehen. Warum wird überhaupt Kunst gemacht? Es war ein Ausdruck des Sakralen. Kunst hatte immer mit einer metaphysischen, mit einer spirituellen Ausdrucksmöglichkeit zu tun, wo eben auch der Künstler anderen Menschen diesen Zugang zugänglich machen wollte. Also wenn ein Künstler damals etwas geschaffen hat, war das auch immer, und auch das haben wir völlig vergessen, mit einem metaphysischen Hintergrund verbunden. Das heißt, das hatte immer etwas mit dem Göttlichen zu tun, was den kreativen Menschen geleitet hat. Etwas hervorzubringen, diese Poiesis, wie wir sie von Aristoteles kennen, bedeutet gleichzeitig, dass der Künstler von höheren Mächten geführt wird. Also die Kreativität, da steckt Creare ja drin, also etwas schaffen, selber schaffen, war nicht nur reines Menschenwerk, sondern es war von einem göttlichen Funken beseelt, wenn man so möchte. Also die Daimon nannte man das im Griechischen. Also, Sokrates ja schon mit seinem... Ja, richtig. Es war aus einer Sphäre eines Ideals, kamen Wesen, die einen inspirierten. Da steckt das Wort Spiritus, also der Geist, der steckt da drin. Also der Geist fuhr in einen ein und half einem Künstler, einem kreativen Menschen, etwas, ein Werk hervorzubringen. Und diese Daimon, also aus dem dann nachher die Dämonen wurden, auch im christlichen Kontext dann nur noch die schlechten, es gab aber auch gute Dämonen und die wurden von den Römern nachher als Genien bezeichnet. Das heißt also, die Genien fuhren in einen ein und brachten dann zusammen mit dem Menschen dieses neue Kunstwerk hervor. Eine ganz, ganz spannende Geschichte. Das wird sich nachher in der Renaissance dann dramatisch ändern, als dann Vasari, der Begründer der Kunstgeschichte, wenn man so will, in seinen Biografien, dann einen Michelangelo als Il Divino bezeichnet, also der selber der Göttliche ist, aus dem nachher dann dieser Begriff Genie entstand. Also dann war auf einmal der Künstler der quasi kein Genius mehr brauchte. Und die Griechen hatten schon einen guten Grund, warum sie das so sahen, weil das bewahrte eben die Menschen auch vor einer Hybris, also vor einer Übersteigerung, sich selbst zu erhöhen. Und
das ist eine Spur, die ich auch immer ganz gerne am Anfang lege, um klarzumachen, dass der Kunstbegriff in der griechischen Antike ein völlig anderer war und diese Technä erstmal das definierte, was der Mensch aus sich heraus und hervorbrachte. Wow. Heißt das dann auch, dass das, was wir als schön empfinden, deshalb schön ist, weil es einen Teil des Transzendenten darstellt? Ja, im Grunde ja. Im Grunde deshalb, weil dieses Transzendente irgendwann verschwand. Wann verschwand es? Ich würde sagen, eigentlich mit dem Beginn der Aufklärung. Das heißt, wir sprechen hier vom 17., 18. Jahrhundert, also da, wo Baumgarten Mitte des 18. Jahrhunderts auch diese Ästhetik aufschrieb als Kunsttheoretiker. Und da stellt sich natürlich die Frage, in dieser Umbruchszeit, wo ist Gott geblieben? Also das spirituelle Element, was dann quasi von einer rationalen, von einer logischen Weltsicht nach und nach abgelöst wurde. Und wie die Entwicklung nachher über die Aufklärung und die Romantik dann nachher sich begann, von diesem ureigensten Kunstbegriff oder von dem, was das Schöne sei, völlig abgewandt hat. Nach Baumgarten kam denn dieser große Kant, der in seiner Kritik der Urteilskraft, die hat er rausgebracht 1790, dann versucht hat zu definieren, woraus sich das Schöne entwickelt. Das heißt, die eigentliche Frage war, Kunst, so kennen wir diesen Spruch, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Also es gab einen Geschmack. Hm. Es gab aber auch bei Kant etwas, was über diesem Geschmack stand, was einen inspirierte, wie ich gerade sagte, aber auch diese Begriffe von Erhabenheit. Das klingt heute furchtbar antiquiert. Man muss diese Begriffe auch immer wieder so ein bisschen hervorholen, weil es steckt eigentlich genau diese Weltsicht darin, dass ein Kunstwerk jemanden berührt. Das heißt, man findet sich selber darin wieder. Irgendwo ist da eine Wechselwirkung, die nicht von dieser Welt ist. Da ist noch eine Ebene drüber. Und Kant hat gesagt, ja, es gibt eine Definition des Schönen, worüber man nicht verhandeln kann. Hegel hat das damals auch relativ schnell geteilt, der gesagt hat, es gibt eine Form der Kunstschönheit und der Naturschönheit. Und die Naturschönheit, das ist die, wenn wir in den Wald gehen, wenn wir eine Blume betrachten, da wird nicht groß drüber diskutiert, ob das schön ist oder nicht, weil es uns berührt, weil wir mit der Natur in Kontakt stehen, weil wir uns aus der Natur, aber auf der anderen Seite auch ganz gerne herausnehmen, indem wir sagen, das ist die Natur und wir sind Kultur. Wir sind in der Lage, durch die Poiesis ein Kunstwerk zu schaffen, durch eben genau die Fähigkeiten, die wir natürlich auch brauchen in der Technik, im Handwerk. Und daher hat Hegel nachher die Kunstschönheit über die Naturschönheit gestellt. Also es gab da eine Wertung. Und so ist nach und nach die Kunst in eine Richtung gegangen, die unmittelbar mit dem Künstler zu tun hatte, die aber nachher, wenn die Aufklärung sich weiterentwickelt, zu dem, was wir heute als Postmoderne bezeichnen, wir brauchen dieses ganze spirituelle, metaphysische nicht mehr. Wir sind in einem Status, wo alles beliebig wird. Es sind alles nur Geschichten, die erzählt wurden, um zu unterdrücken und Macht auszuüben. Genau, richtig. Und wenn wir sagen, wir haben die absolute Freiheit, dann haben wir aber auch die absolute Orientierungslosigkeit.
Und da sehe ich im Moment auch Parallelen zu der Gesellschaft, in der wir heute stecken und den großen Problemen, in denen wir uns heute befinden. Nämlich, das ist eine Frage, die sich mir immer stellt. Du hast sie am Anfang besprochen. Wieso bauen wir nicht mehr solche Häuser wie damals, die uns im Inneren berühren? Und wir sagen, das ist zeitlos. Das ist etwas, was mich daran erinnert, dass es etwas Größeres gibt. Und heute leben wir in einer Gesellschaft der Effektivität. Das heißt, alles wird nach dem geordnet, nach dem beurteilt, was ist zweckmäßig. Und es gab dann in der Postmoderne einen Terminus, der nennt sich l'art pour l'art, also die Kunst um der Kunst willen. Und damit wurde die Kunst in eine Entwicklung gebracht, die in erster Linie irgendwann nur noch provozieren wollte. Das heißt, es war nicht die erhabene Kunst, die Kunst, über die wir uns auch in einem Bild streiten können, aber die Kunst, die ein bestimmtes Handwerk voraussetzte, eine bestimmte Könnerschaft, um ein Bild so zu realisieren, sondern es wurden Happenings, Performances veranstaltet, die die Menschen erschüttert haben. Und da ist eben die Frage, das Bürgertum, was wir seit Baumgarten mit diesem Kunstbegriff und mit diesem Humboldtschen Bildungskanon dann vielleicht so in den letzten Auswirkungen noch erleben, die sagen, ja, das ist ja gar keine Kunst mehr. Also, ne, wo man dann sagt, ich denke an eine Ausstellung, die es in London damals gab, die hatte den Namen Sensations. Und Sensations brachte dann von Damien Hirst war es damals ein in Formaldehyd abgeschlagener Rinderkopf oder eine Installation, die 1917 von Marcel Duchamp auf den Sockel gestellt wurde. Das ist auch eine interessante Ausrichtung. Marcel Duchamp hat damals die sogenannten Ready-Mades geschaffen. Zum Beispiel ein Urinal, was er mit Hermat signiert hat, auf einen Sockel gestellt hat und gesagt hat, das ist ein Kunstwerk, weil ich es zum Kunstwerk erkläre. Ready-Mades, also Alltagsgegenstände, wie der bekannte Flaschentrockner, den Duchamp auch in ein Museum gestellt hat und gesagt hat, ich erkläre das zur Kunst. So wiederum der Mensch ist sozusagen der einzelne Generator dieses, anstatt diese Verbindung mit dem Göttlichen, was das Ganze schafft. Genau, der Mensch erklärt Alltagsgegenstände zur Kunst. Und ich meine, es wäre auch Hegel gewesen, der gesagt hat, das, was wir heute unter Kunst verstehen, ist nur noch eine Reminiszenz, also eine Erinnerung dessen Ursprünge man gar nicht mehr kennt, von dem, was früher Kunst war, nämlich Kunst fand im Alltag statt. Da bist du wieder bei den Plastikern, die Götterskulpturen im alten Griechenland geschaffen haben oder Künstler, die aus der Renaissance oder in der Renaissance heraus den Menschen als Fokus gesehen haben. Das war ja einer der Merkmale der Renaissance, die ja nun Wiedergeburt bedeutet, also die Wiedergeburt der antiken Künste, aber in einem christlichen Kontext. Und da hast du jetzt eine große Frage, die wo Hegel sagt, Kunst, wenn wir sie wieder entdecken wollen, muss im alltäglichen Raum stattfinden und darf nicht ausgesondert werden, so wie es dann im klassischen Bürgertum der Fall war, dass man sagt, Kunst erkenne ich daran, dass es in einem Opernhaus stattfindet, dass sie in einem Museum stattfinden, das heißt, dass sie in besonders dafür hergerichteten Räumen stattfinden. Wenn wir in ein Museum gehen, können wir uns auch vielleicht daran erinnern,
dass das Museum nach den Musen benannt wurde. Museion war der Tempel der Musen. Die neun Musen, die angeführt wurden von Apoll, der quasi auch ein Gott war, der nach Platon zu sprechen für das wahre, Gute und Schöne stand. Und da bist du wieder bei dieser Schönheit. Die Schönheit ist ein Ideal aus Platons Ideenwelt, der wir uns nur annähern können und die auch immer mit dem Guten, also dem Richtigen und der Wahrheit verbunden ist. Also ein ganz, ganz schweres Paket, was Platon da auf den Weg bringt. Und aus dieser Tradition der Musen haben wir nicht nur zum Beispiel auch unseren Begriff der Musik, sondern auch etymologisch verwandt ist unser deutsches Wort Mut. Das heißt, es gilt, zu etwas hinzustreben. Und da bist du wieder bei diesem kreativen Akt. Ich bin gerade so begeistert von all den Sachen, die wir gerade durchgehen. Es ist so viel in meinem Kopf. Ich überlege auch gerade, ein Punkt, der sich mir aufdrängt, ist in dieser heutigen Welt, in der wir sind, wo es so viel um, wie du es ja schon gesagt hast, es geht auch in der, was dann als Kunst bezeichnet wird, um das, dass möglichst viel Aufmerksamkeit generiert wird, möglichst viel Provokation. Und dann denke ich daran, okay, schmeiß Social Media in die Arena, zack, wird das Ganze nochmal um ein Vielfaches gehebelt. Und Wahrheit und das Gute kommen ja schon unter die Räder. Ja. Und wie erklärt man jemandem, der jetzt total verkopft ist, den Wert auch der Schönheit? Weil das Gute, Wahre und Schöne gleichzusetzen, ist ja auch ein wahnsinniger Akt. Ja. Und das Schöne als dem Wahren und dem Guten ebenbürtig zu sehen, ist ja eine riesige Provokation, ja, auch für den kurzen Moment. Jetzt kam für mich einmal kurz der Gedanke, ist das Schöne auch da, um uns das Gute und Wahre attraktiv zu machen, als Magnet dessen? Ja, Platon sah das als Dreieinheit, also als Trinität, wo das eine das andere bedingt. Und das hat übrigens auch mit dem Begriff der Freiheit zu tun. Ne? Also nur ein freier Künstler, der in Freiheit schafft, kann überhaupt Kunst schaffen. Sobald der Druck von außen da ist, könnte man darüber streiten, ist das tatsächlich noch ein künstlerischer Akt aus einem selbst heraus. Und ja, es gibt natürlich dann immer die Frage und diese große Diskrepanz zwischen einem Kunstschaffenden und dem Kunstmarkt. Und es gibt, und das erklärt auch diese Entwicklung, in der wir heute stecken, einen sogenannten Kunstwert. Das heißt also, wenn du Kunst vor dir hast, wird immer gleich gefragt, was ist der Wert? Da bist du wieder bei Oscar Wilde, der sagt, es darf keinen Wert geben. Wir haben eine Gesellschaft, in der alles nach einem Wert gemessen wird, wo mir in diesem Kontext immer Michael Sandel einfällt, ein amerikanischer Philosoph, der ein Buch geschrieben hat, was man für Geld nicht kaufen kann. Das heißt, es ist nicht alles pekuniär zu sehen. Also der Geldwert darf in der Kunst eigentlich keine Rolle spielen. Was Kunst in unserer Gesellschaft auch so tragisch kippen lässt, denn unsere Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, wenn es keinen Geldwert hat, hat es überhaupt keinen Wert. Und du hast es gesehen im Zeiten des Lockdowns, das Erste, was verschwand, war Kultur. Kultur ist nicht systemrelevant, hieß es da. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist das, was uns als Menschen definiert. Was uns auch in eine Resilienz, in eine Kraft bringt, schwere Zeiten zu überstehen. Und du kennst es selbst, in Regimen, in totalitären Systemen, verschwanden erstmal die Künstler.
Das kennt man aus der Geschichte. Die Künstler wurden mundtot gemacht oder die Künstler, die quasi eingesammelt wurden, um für das Regime zu sprechen, waren nicht mehr frei. Die bekamen ihr Programm, ne, von den dementsprechenden Machthabern vorgeschrieben. Das darfst du nicht mehr sagen, das darfst du nicht mehr aus dir selbst heraus schaffen, weil du komplett abgekoppelt bist von dem Wahren und dem Guten. Mir kommt gerade auch diese Assoziation oder diese Erinnerung in Berlin unterwegs, mitten in der Stadt, mit allen Gebäuden drum und rum, dem Brutalismus, den man ja jetzt kennt, was ja genau das Ergebnis ist von dem, was wir bisher beschreiben. Und man kommt zurück in die Wohnung und da ist dann dieses eine Teegefäß, das bewusst ausgesucht wurde, das bewusst gemacht wurde. Und dass auf einmal diese gesamte Erfahrung des Tages, wo das alles auf dich eingetrommelt ist, auf einmal hebt und was das für einen Effekt hat. Und dann muss ich wieder darum denken, wie es in unserer heutigen Welt eigentlich, wenn man so normal den Mainstream mitbekommt, überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ja, was macht das mit einem? So ein Objekt, wo man sich vergegenwärtigt, was ist Schönheit? Das ist das, was ich mit Erhabenheit meinte, diesem alten Wort. Die Japaner haben eine unglaubliche Fähigkeit entwickelt, in der Trabantenstadt von Tokio, wo es lauter Hochhäuser gibt, wo man wirklich in ganz kleinen Wohnungen lebt, diese Miniaturästhetik zu schaffen, dass man einen Zweig oder einen kleinen Bonsai da züchtet auf der Fensterbank. Und drumherum ist, wenn man rausguckt, nur graue Hochhäuser. Aber die können sich auf diesen kleinen Zweig, auf diese Blüte fokussieren und können daraus ihre Kraft schöpfen. Aus der Ästhetik, und darum geht es letztendlich auch, in Verbindung mit dem, es gibt doch etwas Höheres, was ich aber nicht greifen kann, wofür es keine Begriffe gibt, kann ich unglaublich gestärkt werden in einer Hoffnung, in einem Trost, auch in einer mentalen Stärke, die ich entwickle, die sich natürlich dann auch auf den Körper widerschlägt. Also das ist alles miteinander verbunden. Und ich hatte neulich war ich in Hamburg, hat Matthias Burchardt erlebt mit Christian Schubert zusammen, als es darum ging, was ist mit unserer Gesellschaft passiert. Und Christian Schubert hatte das sehr, sehr schön erklärt an einem Materialismus, der über allem steht. Es geht nur noch um die Materie, es geht nur noch um das logisch-analytisch-effektive. Und damit haben wir unserer Gesellschaft einen großen Schaden zugefügt. Es war mal eine Zeit, wo diese Reduktion auf das Effektive, wir kennen das von Sullivan, dieser Spruch, Form follows Function, mal eine Maxime war, die sich auch aus dieser Bauhaus-Tradition herleitet, wo Adolf Loos damals in der Zeit gesagt hat, das Ornament ist ein Verbrechen. Das heißt, es ging darum, dass das Ornament als schwülstig, als kitschig empfunden wurde. Und eine glatte Wand, eine, ich sag mal, in seiner Reduktion, in seiner Geometrie ausgerichteten Architektur, als das neue Ideal galt. Nur dieses neue Ideal ist irgendwann so gekippt, dass es völlig kalt und seelenlos wurde. Und dieses Ornament, was uns eigentlich erhebt, wo wir sagen, das ist eigentlich nutzlos. Das braucht es nicht. Das ist aber genau das, was wir benötigen, um heute noch Häuser aus dem 18., 19. Jahrhundert als unfassbar schön zu empfinden. Wo wir sagen, das ist ja zeitlos. Und wenn du dir heute anguckst in bestimmten Stadtteilen, wo aus den 60er Jahren die Häuser auf einmal durchbrochen werden,
von einem Altbau, der schön renoviert ist, das öffnet unser Herz. Es ist verrückt. Und das Interessante an der Stelle ist ja auch wieder, egal wie oft jemand sagt, dass das jetzt gut ist und schön ist und so muss und so funktionell ist, es macht mit uns nichts. Ja. Und das andere ist, egal wie oft man sagen kann, es hat keinen Wert, macht mit uns was. Hm. Ja, richtig. Und eben wieder dieser Punkt, es gibt was Äußeres, was auf uns wirkt, wo ein gemeinsames Spiel da ist. Ich möchte mal einmal den Devil's Advocate spielen, den bewussten Gegenspieler hier. Nur in dem Punkt, was sich mir aufdrängt, zu dieser Kritik des Materialismus, wo sich ja gerne mal dieser Punkt auch aufspielen kann. Ich kenne es einfach aus der Arbeit mit Menschen, wo man dann sagt, ah ja, das bin ich nicht. Nicht unbedingt, weil es stimmt, sondern weil man sich vor dieser Veränderung scheut oder vor diesem nächsten Schritt scheut. Der Grund, warum ich das sage, ist, es könnte ja auch das Argument sein, man kritisiert den Materialismus, weil man selber in diesem Materialismus jetzt nicht den gewünschten Erfolg hatte und dann versucht sich eben zu sagen, ja, eigentlich wollte ich es ja gar nicht, so wichtig ist es ja auch nicht. Und das ist nur ein Gedanke, der mir gerade in den Kopf kam. Welche Gedanken kommen dir als Reaktion darauf? Ich denke, wir stecken gesellschaftlich völlig fest, auf ganz vielen Ebenen. Und dem Materialistischen den Hauptfokus zu geben, hat uns, glaube ich, auch sehr stark in diese Situation gebracht. Meine Frage wäre vielmehr, wie kommen wir da wieder raus? Wie kriegen wir den Zugang zum Schönen, was sein darf, was keine Funktion haben braucht, wieder zurück? Wie können wir das vermitteln? Und die Antwort ist eigentlich für mich die Sinne sensibilisieren auf das, was über dieses rein mechanische, rein materialistische hinausgeht. Das ist ganz, ganz schwierig, denn viele Menschen, die in Lohn und Brot stehen, die quasi müde von der Arbeit kommen und dann die Kiste anmachen und sich berieseln lassen, die wird es wenig interessieren. Und die haben vielleicht auch nicht viel am Hut mit Theater oder gar Oper, wo man sagt, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Oder in einem Museum, ja, wer geht da überhaupt noch hin? Die Museen sind ja auch in einer Situation, wo sie sagen, wie kann ich Leute überhaupt da wieder hinlocken? Es gibt dann diese großen Mega-Ausstellungen. Ich habe die auch selber begleitet. Van Gogh im Städel damals war so voll, dass du an die Exponate gar nicht mehr rankamst. Dann wird es noch mit Suppen beschmissen mittlerweile. Mittlerweile werden die auch mit Suppen beschmissen. Das ist aber eine andere Geschichte. Aber es geht ja letztendlich nicht darum, dass ich mit einem Kunstwerk mich auseinandersetze und die Ruhe habe, vor einem Gemälde wirklich mal 10 Minuten stehen zu bleiben und das mal auf mich wirken zu lassen, sondern dass ich sagen kann, ja, ich war auch bei Van Gogh. Also es geht letztendlich, es geht um mich. Es geht in dieser postmodernen Zeit erstmal um die Befriedigung des Egos. Das ist ein ganz, ganz großer Faktor, der für mich auch die Gründe hat, warum die Kunst solche Schwierigkeiten hat, warum das Schöne solche Schwierigkeiten hat. Es geht um sofortige Bedürfnisbefriedigung. Es geht um Effektivität. Und das erklärt für mich, warum eine Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk heute als völlig irrelevant empfunden wird. Eine Bildbetrachtung, die ich auch in meinen Seminaren auch immer wieder anbiete, setzt vielleicht auch eine bestimmte Disziplin voraus. Zu sagen, ich möchte das, genauso wie eine Meditation eine Disziplin voraussetzt, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ich möchte, dass das Bild zu mir spricht, zu mir sprechen kann. Diese Pädagogik, diese Kunsterfahrung wieder auch in die breite Öffentlichkeit zu bringen, als Ermöglichung
einer Ästhetik, eines ästhetischen Zugangs, einer ästhetischen Erfahrung, wie es so schön heißt, oder eines Aha-Effektes. Das finden wir wunderbar beschrieben bei Rilke, der den Apoll des Belvedere, also der in der Betrachtung bei Rilke etwas ausgelöst hat, was so tiefgreifend war. Übrigens auch ungefähr zu dieser Zeit, diese Kunstformen hinterfragt wurden. Was ist überhaupt das Schöne? Dass er zu dem Schluss kam in der letzten Zeile seines Gedichtes über den griechischen Torso des Apoll, der ja ein Torso ist, der ja keine Arme, keine Beine hat, der Rumpf ist selber noch ramponiert, er hat auch keinen Kopf mehr, trotzdem wie in einem Hologramm diese gesamte perfekte Schönheit empfunden hat und für sich selber zu dem Schluss kam, ich habe davor eigentlich überhaupt gar nichts begriffen. Ich muss mein Leben ändern. Das ist der letzte Satz dieses Gedichtes, was eben später auch Peter Sloterdijk als Buchtitel genommen hat, weil er gesagt hat, wir können uns nur daran zurückerinnern, was uns verloren ging. Und wie kommen wir dazu, wie kommen wir in diesen Zustand wieder zurück, in dem einfach mal Dinge sein dürfen, ohne zu hinterfragen, wie viel kostet das, wofür ist das gut? Und das wäre der erste Schritt, zu sagen, wir kommen wieder in eine Sichtweise auf die Welt, die eben nach dem Schönen auch sucht und die das Schöne annimmt. Und es ist ganz klar, und das ist auch psychologisch erforscht, dass dieses, ob es jetzt künstlerisch von einem Menschen geschaffen ist oder ob es die natürliche Schönheit ist. Wunderbares Wort, was ich immer finde, ist das Waldbaden. Mhm. Du gehst in die Natur und lädst dich komplett auf. Und genau das Gegenteil wurde uns im Lockdown befohlen. Wir mussten uns zurückziehen in die Bude und all unsere natürliche Abwehrkraft, die Sonne zu genießen, ne, die Natur zu genießen, das wurde alles nicht berücksichtigt. Und daran siehst du, was schiefgelaufen ist. Ich muss, wo du gerade davon gesprochen hattest, 10 Minuten mal sich zu nehmen, auf so ein Kunstwerk zu blicken, fällt mir ein Teil von Hesse ein, wo er einmal geschrieben hat, wer es noch vermag, mal eine Stunde bei einem einzigen Gemälde oder einem Satz von Goethe oder einem Bibelvers zu verweilen, der, und ich krieg's leider gerade aus dem Kopf nicht perfekt zusammen, aber nach dem Motto, der wird eine komplett andere Welterfahrung nochmal haben. Und ich muss für mich persönlich auch zugeben, Kunst war das erste Fach, was ich in der Schule damals abgewählt habe. Mhm. Und wenn ich jetzt zurückblicke, es war im Deutschunterricht genauso, ich habe Deutschunterricht gehasst an vielen Stellen, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, mit allem, was ich jetzt wüsste, ich hätte es so gerne nochmal. Ja. Weil jetzt überhaupt diese Punkte und diese Verbindung und dieses, wofür ist es da, was drückt es eigentlich aus? Es war ja auch komplett maschinell, in dem jetzt durchdrücken, Kunst haben wir uns auch nicht beschäftigt mit ja, dem Guten, Wahren und Schönen in dem Moment eigentlich, sondern es war auch komische, neuartige Kunst, wo man halt gesagt hat, was mache ich hier jetzt gerade? Da war null Verbindung dazu da. Und ich war für lange Zeit auch ein Banause, muss ich zugeben, was das angeht, bis dann. Und ich glaube, der große Ideenklick war, als Jordan Peterson gesagt hat, auch in seinen Bibelvorlesungen, wo junge Leute ihn ja auch gefragt haben, wie man damit umgehen kann mit diesem Buch, mit dieser Historie, dass er das Ganze ja umgedreht hat oder zurückgedreht hat sozusagen von diesem Punkt, den du ja auch schon angebracht hast, wo der Künstler selber sagen kann, das ist Kunst, ja, mehr wieder hinzu. Geh davon aus, dass das, was Jung, Nietzsche, Solzhenitsyn, Frankl, Huxley geschrieben, was Beethoven, Bach, Mozart, Brahms komponiert, was Leonardo,
Botticelli, Michelangelo gemalt haben, geh davon aus, dass das zumindest größer ist als du selbst. Und das war für mich ganz persönlich dieser Drehmoment, mit diesem Gedankengang dort heranzugehen und zu sagen, die wussten was, was ich nicht weiß. Die waren, das ist größer als ich. Und wenn ich es nicht verstehe, dann heißt das nicht, dass die schlecht sind, sondern heißt das, dass ich dumm bin und was nicht verstanden habe. Ja. Und das war für mich ganz persönlich, dieser erste Gang, wieder das Tor aufzumachen. Ja, es war eine Orientierungshilfe. Eine Orientierung, dass da Werke einfach Zeiten überdauern, auch ihre Schöpfer überdauern. Ich habe, als du gerade von Schule sprachst, mich zurückerinnert, ich war auf einem humanistischen Gymnasium, wo wir Poesie gar nicht mal als Poesie begreifen konnten. Bei uns ging es darum, übrigens auch Poesie kommt von Poiesis, also ne, das Hervorbringen. Sprechen wir über Literatur, sprechen wir über die Empfindung, die ich habe, wenn ich so ein Rilke-Gedicht lese. Bei uns auf dem Gymnasium ging es einzig darum, Jampen und Hexameter zu analysieren. Genau. Also es hat für mich den Effekt gehabt, dass ich Poesie gehasst habe. Weil ich gesagt, was ist das nächste sprachliche Mittel? Es ist furchtbar. Es wird alles seziert. Und wir kennen dieses Sezieren aus einem rational-wissenschaftlichen Weltbild. Ganz besonders beeinflusst von Descartes, der ja nun davon ausging, dass wir alle eigentlich Maschinen sind. Alle irgendwie, auch das Sonnensystem, das funktioniert nach ganz klaren Vorgaben und die könnten wir alle knacken. Das heißt also, wenn die Wissenschaft, wenn die Ratio nur tief genug bohrt, kriegen wir das Geheimnis des Universums verschlüsselt. Und dann gab es später einen Isaac Newton, der, was die meisten gar nicht wissen, weniger Physiker und Mathematiker war als Alchemist. Der war Mystiker, der wollte Gott in die Karten schauen. Der war ganz anders drauf. Der hat nämlich die Spiritualität mit seiner Naturwissenschaft und auch mit seinen geisteswissenschaftlichen Ansprüchen verbinden wollen. Auch interessant, wie Goethe zu ihm stand. Die beiden haben sich ja über die Optik sehr ausgetauscht. Und Goethe hatte genauso einen Ansatz, dass Kunst nicht beschrieben werden kann. Also die alte Frage, was ist Kunst? Da findest du Bibliotheken voll mit, frag 10 Menschen, hast 12 verschiedene Meinungen. Aber es ist genau vielleicht auch das Geheimnis, was eben auch Kant beschrieben hat. Es gibt eine, du kommst an eine Schallmauer, an eine Grenze, an eine Membran, wenn du so willst, dass du Kunst nicht mehr in Begriffe fasst. Du kennst das wahrscheinlich, wenn es dir gelingt, vor so einem Bild länger zu stehen und dann ein Kunsthistoriker neben dich tritt und sagt, ich analysiere dir das Ding mal. Guck mal hier, das ist so und so, und das, da ist die Symbolik versteckt und die Farben haben die Bedeutung und so weiter. Dann verliert das Bild als Zugang zu einer anderen Ebene komplett. Du bist in dem Moment wieder in der Ratio. Du bist nicht in der Emotio. Und da findet das statt, was dich erhebt, was Kunst schafft. Dich innerlich zu berühren und deine Seele zu weiten. Ich erinnere mich da gerade nur noch auch an das Sfumato von Leonardo, wo ja alle immer ganz erfreut waren, das darauf den Finger legen zu können und sich darauf fokussiert haben. Leute, wir sprechen über Leonardo da Vinci und die Darstellung von der Mona Lisa oder der Taufe Christi. Und wir fokussieren uns eben auf diesen Verwisch, auf diese Verwischtechnik. Ja, das kommt nämlich immer wieder. Sfumato ist natürlich Leonardo, wo man sagt, wie hat der das gemacht? Und er hat ja ganz, ganz viele feine Schichten aufeinander gebracht. Aber das sind natürlich so
Aufschnapper, wo man sagt, ey, ich habe Ahnung von Kunstgeschichte, ich erzähle dir jetzt mal, wie der das gemacht hat. Und bei der Mona Lisa, wie hat er das, warum, was ist das mit diesem Lächeln und warum verfolgen die Blicke ein? Also wie hat er es gemacht, aber nicht, warum hat er es gemacht? Und dieses Warum stellt sich dann auch oftmals gar nicht. Es gibt ein wunderbares Gespräch mit Giacometti, der gefragt wurde, natürlich, wie man das als Journalist so macht, warum haben Sie das so gemacht und nicht anders? Und Giacometti erwiderte darauf, das weiß ich nicht. Und auf die Frage, wann sind Sie fertig mit Ihrem Werk, sagt er, wahrscheinlich nie. Denn alles, was ich bisher gemacht habe, ist eigentlich nur eine Vorbereitung zu dem, wo ich überhaupt hin will. Und das werde ich wahrscheinlich in meinem Leben überhaupt gar nicht mehr schaffen. Das heißt also, es geht darum, etwas auszudrücken. Etwas aus sich heraus auszudrücken, mit Hilfe etwas Transzendentalen oder Metaphysischem, wie auch immer. Was du ganz zu Anfang der Kunst, da komme ich wieder auf die Höhlenzeichnungen in Chauvet, in Lascaux, was damit gemacht wurde, ist insofern bemerkenswert, weil es eine Welt öffnet, eine andere Welt öffnet. Du bist da wieder beim Mythos. Du kommst in diese Höhlen nur rein, wenn du durch ganz, ganz enge Gänge dich quetscht, wie so ein Geburtskanal. Und dahinter öffnet sich dann so ein großer Raum, so eine Gebärmutter, mitten in einer Höhle. Du musst dich da durchquetschen und dann hast du da Schamanen, die mit Fackeln eine Atmosphäre schaffen, deren Flackern des Feuers diese Bilder sich animieren lassen. Die fangen an, sich zu bewegen. Die sind lebendig in dem Moment. Und dann hast du diese Darstellung von Wildpferden, von Bisenten, von Tieren, deren Geist dir zugänglich gemacht werden. Also das nennt man Animismus. Aus dieser schamanischen Tradition, alles ist beseelt. Und das ist genau das Gegenteil von dem, wie wir heute leben. Heute hat nichts mehr eine Seele. Heute sind wir auf Dopamin-Sucht, indem wir als Ego ständig neu bombardiert werden mit Impulsen, die uns diese kontemplative Fähigkeit, dieses sich auseinandersetzen mit einem Bild, um die Schönheit darin zu erkennen und in sich wirken zu lassen, komplett verlustig gehen. Wir werden auch mit einer Aufmerksamkeitsspanne, mit einem Aufmerksamkeitsdefizit konfrontiert, auch gerade die Jugendlichen, die ja versuchen, in dieser Welt diese ganzen Impulse aufzunehmen und diese Entschleunigung gar nicht mehr schaffen. Ich sehe das immer daran, dass heute viele Jugendliche nur noch Headlines lesen von einem Artikel, den Artikel auch gar nicht mehr durchlesen können, weil die Konzentration dafür gar nicht mehr reicht, weil da sind ja schon die nächsten 80 Artikel. Und dann hinzugehen, und das ist quasi die Phase, auf die es eigentlich ankommt, sich über den Artikel überhaupt mal eine Meinung zu bilden. Das heißt, die Reflexion des Ganzen, stimme ich damit überein? Welche Teile finde ich gut, welche nicht? Die Zeit ist nicht mehr da. Das heißt, unser Leben beschleunigt sich immer mehr und wir werden immer mehr abgelenkt von dem, was eigentlich wesentlich ist, nämlich das Schöne zu entdecken. Ich finde auch gerade diese Idee von Schönheit als Orientierung unglaublich spannend. Weil eben vor allem auch als jemand, der ja noch zur jungen Generation gehört, dass in dieser Welt, ich kann es spüren, wie sehr es schwerer geworden ist, überhaupt eine Klarheit zu finden. Es wird dir gesagt, du kannst alles machen und in dem Moment, wo du alles machen kannst, tust du nichts. Ja, du hängst frei im Raum. Und was aber eben auch mit hereinkommt, und das ist ja auch, wie du es ja schon von Kant auch gesagt hast, es gibt etwas, was
schön ist, was über dem menschlichen Urteil in dem Moment auch steht. Und es ist ja dann auch der Mut zu einer Hierarchie in dem Moment. Weil das, was ja auch das Postmoderne mit sich gebracht hat, was du ja auch schon gesagt hast, ist, dass nichts mehr eigentlich objektiv schön sein kann. Alles kann irgendwie schön sein, alles ist irgendwie schön, so wie wir es ja dann auch in Werbungen und so weiter ja schon suggeriert bekommen, dass in dem Moment, wo wir sagen, nee, tut mir leid, so nicht, ich gestehe jetzt mal zu, dass bestimmt alle auch ein paar Beispiele gerade im Kopf haben, was ich hier meine, dass das einfach nicht wirkt, dass uns das aushöhlt, dass das eben nicht diese Reaktion aus uns hervorholt. Und was es aber eben mit sich bringt, ist ja dann auch gleichzeitig diese Notwendigkeit und den Mut zu sagen, nein, ich treffe die Entscheidung, dass das schöner ist, dass das höher ist, dass das besser ist als etwas anderes, auch wenn das Gefühle verletzen kann, auch wenn das zu Ablehnung führen kann. Und schlichtweg zu sehen ja auch, dass Orientierung bedarf, dass es ja Hierarchien gibt. Ja. Weil ich kann nicht im Leben orientiert sein und gleichzeitig sagen, dass alles gut ist, dass alles super ist, dass alles schön ist. Dann bin ich verloren. Ja. Orientierung, dieser Begriff, und das erwähne ich immer ganz gerne, kommt ja von Orient. Also da, wo die Sonne aufgeht. Und die Sonne als das große Licht, was wir haben, bringt uns auch in Begriffe wie Erleuchtung, wie Illumination, wie Aufklärung. Da steckt also dieses Licht drin. Und wir richten uns danach aus, weil wir erkennen wollen, weil wir die Wahrheit und das Gute finden wollen. Und die Sonne ist eine wunderbare Metapher dafür, weil die Sonne steht für Licht, steht für Leben und ist auch ein Symbol der Liebe. Es wärmt. Auch der erotische Faktor der Kunst, den auch Platon in seinen Überlegungen anführt, nämlich wir kennen ja die platonische Liebe. Das unterscheidet sich sehr stark von der Lust und von der Begierde, die quasi die ganze Zeit nur nimmt, wogegen die Liebe, die ja auch platonische Liebe, vielleicht die nicht erreichbare Liebe, die ganze Zeit nur gibt. Und wir sind aber in einer Kultur des Nehmens. Wir wollen, wie gesagt, Bedürfnisbefriedigung, hatte ich schon erwähnt, und das reine Geben bringt zum Beispiel uns auch einen Weg aus der Spaltung, in der wir im Moment gesellschaftlich stecken. Denn wenn du dem anderen auf dieser Ebene begegnest, bist du auch bereit, seine Meinung zu sehen und dich auf eine Ebene mit ihm zu begeben, wo du sagst, ich höre mir deine Meinung an und ich reflektiere mal, ob ich davon eventuell was für mich annehmen kann. Wenn du auf dieser Ebene, auf einer Debattenkultur, die mal existiert hat, wenn du auf dieser Ebene einem anderen Menschen gegenübertrittst, wirst du dich auch über Kunst und über das Schöne weniger streiten. Es geht nämlich nicht nur darum, ich habe Recht und ich erzähle dir jetzt meine Ideologie und drücke dir meine Werte auf, sondern wie kommen wir beide zusammen? Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, den ich auch entdecke, wenn man sich mit Ästhetik auseinandersetzt. Das ist alles miteinander verbunden. Da bist du wirklich bei dem, wenn du so willst, diese Suche nach Wahrheit, die hat Platon ja sehr schön in dem Höhlengleichnis auch dargestellt, auf dem Weg, die falschen Bilder zu verlassen und die Höhle zu verlassen und du stehst da oben in der Sonne, da ist sie wieder. Ne? Das heißt also, die Sonne ist das Gute, Wahre, Schöne. Dann bist du bei der Erleuchtung, wie man sie früher verstanden haben mag, dem Erkenntnisgewinn, nicht nur wie die Welt funktioniert, sondern was die Welt auch mit uns macht. Was die Welt in
all ihren Möglichkeiten auch uns emotional geben kann, damit wir daran wachsen. Eine wortwörtliche Entwicklung, indem wir alles in uns tragen, aber einen Impuls bekommen müssen, uns entfalten zu können. Und diese Entfaltung, die hast du, wenn du einen Künstler arbeiten siehst, der frei aus sich heraus ein Werk gebiert. Du hast gerade auch noch einen Punkt in mir getriggert aus unserem Vorgespräch, der mir wieder hochgekommen ist, wo wir ja auch festgehalten haben, Schönheit und Perfektion sind komplett andere Wörter an vielen Stellen. Ja. Wo, wenn du davon ja auch sprichst, einem Menschen geben zu wollen, wo der Schönheitsbegriff in der heutigen Gesellschaft an manchen Stellen ja dann auch schon wieder komplett überspannt wird, übertrieben wird, was auch immer da dann als schön bezeichnet wird, wo dann der Punkt darauf ist, dass man etwas nur als schön empfinden kann oder sich verlieben kann, wenn das Ganze perfekt ist. Mhm. Wobei ja eigentlich der Kern ist, dass oder die Liebe ja in dem Moment da ist, wo man beide Seiten ja auch sieht und trotz dessen sozusagen sagt ja. Mhm. Und dass man auch in dem Moment nicht perfekt sein muss, um etwas Schönes zu empfinden, was ja auch eine Befreiung ist. Ja. Aber dieser Punkt kam für mich gerade nochmal extrem hoch, dass eben Schönheit und Perfektion und dann eben auch Liebe von Schönem nicht heißen muss, Liebe vom Perfekten. Das Perfekte ist ein falsches Versprechen. Das Perfekte wirst du in der Natur, wenn du dir ein Blatt anschaust, niemals finden. Ein Blatt ist nicht hundertprozentig symmetrisch. Und auch unsere Gesichtshälften sind nicht hundertprozentig symmetrisch. Und ich habe neulich ein sehr, sehr schönes Buch gelesen, was genau zu unserem Thema passt, nämlich mit dem Titel Die Errettung der Schönheit. Des Philosophen Byung-Chul Han heißt er, der in einem Kapitel über diese Perfektion sprach. Wir haben in der Tradition, wie wir Schönheit verstehen, natürlich ein Bedürfnis nach Harmonie. Da steckt die heilige Geometrie hinter, also da steckt das, was wir versuchen, an Vollkommenheit im Rahmen unserer Möglichkeit zu schaffen. Das wird nie dem platonischen Ideal entsprechen, aber wir wollen da möglichst nah hin. Nun hat er in diesem Kapitel über die Ästhetik der Glätte geschrieben. Und das finden wir in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark vertreten. Wenn wir uns so ein iPhone anschauen, wie geradezu ideal das gearbeitet ist, oder wenn wir uns in unserem gesellschaftlichen Kontext die Aversion gegen Körperbehaarung mal anschauen. Ja, da muss alles glatt sein, der ganze Körper muss glatt sein, dann ist er erst perfekt. Das ist schon beachtlich, wenn man sieht, ja, es taucht überall auf, dieses Hinterherrennen nach dem möglichst Perfekten und möglichst Glatten. Und das Glatte wird dann steril. Und der Sterile wird dann entseelt. Und dann darf nichts anderes mehr, und dann wird es so eine Art Diktatur des Perfekten. Und es kommt nicht zusammen mit dem, was wir in der Schönheit auch zulassen dürfen. Dieses Unperfekte hat sich ja auch im Laufe der Kunstgeschichte immer wieder selber neu erfunden. Auch gerade in der modernen Kunst. Ne? Einfach auch zu sagen, gut, wir gehen einen mutigen Weg, indem wir die naturalistische Sichtweise verlassen und wollen in der modernen Kunst zum Kern des Wesens, zur Seele des Objektes oder der Person, die wir darstellen, vordringen. Dann hast du im Expressionismus auf einmal nicht mehr naturalistische Farben oder die Formen lösen sich auf einmal auf. Im Kubismus hast du den Anspruch,
ein Objekt von drei Seiten gleichzeitig zu sehen, weil es sich auffaltet. Und du hast ganz merkwürdige Abstraktionen. Und das wird noch weiter reduziert, wenn du dann nachher in ein wirklich sehr abstrakten, eine sehr abstrakte Darstellung gehst, wo du dir einen Mondrian anschaust und sagst, da sind ja nur noch drei farbige Flächen und ein paar schwarze Balken. Dann wird es schon sehr schwer, darin eine unperfekte Schönheit zu sehen. Dann wird es für viele auch steril, wo sie sagen, ich habe keinen Zugang mehr zum Mondrian. Mondrian hat aber diesen Prozess Zeit seines Lebens in einem künstlerischen, in künstlerischen Phasen erst erarbeitet, indem er in die Reduktion geht. Aber wenn wir zu reduktioniert werden, haben wir letztendlich auch nichts, ich bin wieder bei Adolf Loos, das Ornament ist ein Verbrechen, was uns in irgendeiner Weise berühren kann. Du kommst in eine Sterilität, die dann seelenlos wird, ja. Gleichzeitig kam aber noch eine Aussage auch wiederum von Jordan Peterson in den Kopf, wo er ja auch einmal gesagt hat, jetzt wo wir vom Schönen sprechen, ist es ja auch nicht so, dass es alles Freude, Sonnenschein ist, sondern er hat ja auch einmal gesagt, Beauty is terrifying. Ja. Also das Schöne ist angsteinflößend in dem Moment. Weil es zu groß ist. Weil wir da vielleicht gar nicht nachkommen. Und das ist das Erhabene. Und da bin ich bei meinem Religionswissenschaftler Rudolf Otto, der das Göttliche, das Numinose, wie er es bezeichnet hat, also das Nicht-Darstellbare, wenn ein Gott emaniert, uns in einen Zustand brachte, den er Tremendum et Fascinans nennt. Also das Erschaudern, aber gleichzeitig fasziniert sein. Und das ist genau das, was Rilke ausdrückt. In seiner Betrachtung des Apolls von Belvedere. Er sagt, das ist zu groß für mich. Ich bin ja gar kein Mensch. Wie kann ich denn da mithalten? Das ist der Zugang zu einer Spiritualität, zu einer Transzendenz, die einem schlagartig, und das beschreibt ja Rilke so, schlagartig bewusst wird. Da ist ein alter Gott, der zu mir spricht in Fragmenten und ich erkenne trotzdem den ganzen Gott. Das ist faszinierend, weil da steht vor dieser Zeile, du musst dein Leben ändern, steht der Satz, da ist keine Stelle, die mich nicht sieht. Das heißt, der Gott wirkt aus der Plastik und erkennt mich und ich erkenne ihn. Und da findet eine Verbindung statt. Und das ist das, was einen erschaudern lässt. Und das ist genau der Punkt, den Peterson meint. Beauty is terrifying. Du bist auf einmal mit etwas Höherem konfrontiert, was dich auch komplett erschrecken kann. Was aber dein Leben nicht nur verändern, sondern auch bereichern kann. Ja, es wirkt, wie wenn wir gerade durch Schönheit und insgesamt als Menschheit vor diese Entscheidung ja gestellt werden. Wir können auf der einen Seite entweder Schönheit angucken, von Angst eingeflößt werden und sagen, das ist zu hoch für mich, ich zerstöre das alles, weil ich mich und wie ich mich fühle, mein Empfinden, meine Ratio, mein Ego ist das Wichtigste. Und deswegen, to hell with that, weg damit. Oder ich kann die Entscheidung treffen zu sagen, wir sind für was Größeres hier, wir sind für was Wahreres, was Schönes hier. Mhm. Und wenn ich mich dem unterordnen muss, wenn der Unterschied zwischen diesem Schönen und mir gerade so riesig ist, dann muss ich es auch irgendwie als Potenzial verstehen, was zwischen mir und dem, was sein kann, steht. Und es wirkt für mich gerade wie die Entscheidung, vor die wir jeder Einzelne gestellt werden, aber auch als Gesellschaft. Ja, das hat aber auch ganz stark etwas damit zu tun, dass man
sich selber vielleicht auch zu weit wegnimmt von dem, was da als Schönes einen überwältigt und terrorisiert. Denn wir sind auf Äußerlichkeiten bedacht. Unsere Schönheit geht in der Beauty-Kosmetik, in dem großen Markt des Selbstoptimierens schon fast in eine transhumanistische Richtung, dass du Geräte mit dir rumträgst, um dich selber irgendwie in eine perfekte Form zu bringen. Na, also körperlich, du musst irgendwie besser aussehen, Anti-Aging, all diese Dinge. Die innere Schönheit, von der so viel gesprochen wird, die hat auch wiederum mit einer transzendenten Sicht zu tun. Da kommst du in die Mystik, zu Meister Eckhart, zu auch den Veden, die sagen, du hast deinen inneren Funken in dir. Und der innere Funke ist in Korrespondenz mit dem großen Numinosen, also mit dem großen Nicht-Nennbaren. Du kannst es Gott nennen, du kannst es wie Friedrich Nietzsche Wille nennen oder Schopenhauer, die also sagen, es gibt da eine Urkraft, die Leben ermöglicht, die alles vorantreibt. Mit dem in Verbindung, in Resonanz zu gehen, heißt also, du entwickelst eine innere Schönheit. Diese innere Schönheit kann nach außen ausstrahlen. Wenn du dir Mönche anguckst, die Jahrzehnte meditieren, die ruhen so in sich selbst, die sind auch äußerlich schön. Diese Ausstrahlung, wie wir sagen, steckt ja in diesem Wort, ne? Strahlt von innen nach außen. Dieses Charisma, so kann man es auch bezeichnen, das wirkt, indem man an einer inneren Schönheit arbeitet. Und da bist du in diesem transzendenten Bereich. Das ist nicht nur diese äußere Fassade, in der wir leben. Du sprachst die Werbung an. Ich habe früher in der Werbung gearbeitet. Ich weiß, das ist alles Maya, das ist alles ein großes Blendwerk, ein Zirkus, ein Schein. Und auch gesellschaftlich ist dieser Schein wichtiger als das Sein. Der Schein ist das, was uns tagtäglich um die Ohren fliegt und was uns betäubt von dem, was wesentlich ist. Wir haben uns es zur Mission heute gemacht, das Schöne entdecken zu wollen oder zumindest dem Ganzen näher zu kommen. Axel, gibt es für dich noch etwas auf dieser Reise, diesem heutigen Abenteuer, wo du sagst, das möchte ich gerne noch hinzufügen, diese Schleife möchte ich noch schließen? Die Schleife ist für mich tatsächlich, den Mut zu haben, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, sich auf Kunst einzulassen und nicht bewertend, sondern kontemplativ. Zu sagen, ich gehe in ein Museum, setze mich vor ein Bild, was mich anspricht und lasse das auf mich wirken. Und schaue einfach mal, was das mit mir macht. Es muss kein Bild sein, es kann auch ein Musikstück sein, es kann ein Gedicht sein. Es gibt so viele Kunstformen, mit der man sich auseinandersetzen kann. Auch die Gartenarbeit, die Gestaltung eines Gartens, auch das kontemplative Betrachten eines Baums auf einer Wiese in einer Nichtwertung, in einem Zulassen, dass da etwas mit einem geschieht und du in Resonanz kommst mit dem, was da auf dich einwirkt. Das ist ein Abenteuer, ist unglaublich kräftigend, dass du eine neue Sicht, eine Perspektive hast auf das, was mit dir in dieser Gesellschaft passiert und was dich aufbauen kann. Dieser Begriff Erhabenheit ist da wieder da, ne? Dass du in Kontakt kommst, ja, vielleicht auch mit etwas Höherem, was dich selber stärkt, wo du weißt, du hast alles in dir. Du musst es nur hervorbringen. Es ist auch dieses Gefühl, was ich immer merke, wenn sich das Brustbein leicht erhebt, weil vielleicht eben auch diese Präsenz da ist von etwas Höherem, was die Schönheit ausmacht. Daher kommt ja dieser Begriff Erhabenheit. Es erhebt dich. Ja.
irgendwo in eine andere Sphäre, wo du sagst, ich habe hier wirklich einen Perspektivwechsel, der auch einen Paradigmenwechsel beinhaltet. Du musst dein Leben ändern. Paradigmenwechsel ist ein guter Punkt. Ich freue mich sehr über all das, was wir gesprochen haben heute, Axel, denn ich glaube, dass es wirklich ein Potenzial hat, völlig neue Welten an Möglichkeiten für einzelne Menschen zu eröffnen. Und ich danke dir ganz recht herzlich, dass du das mit mir gemeinsam hier gestaltet hast. Sehr gern. War meine große Freude, Lukas.